Hi Leute, also der Tag heute ist durch. Tag 3 ist es mittlerweile. Ja, Tag 3. Inji hat sich jetzt gemeldet bei mir und gesagt, dass die Fruchtblase geplatzt ist und dass jetzt alles mega schnell gehen muss. Natürlich war ja klar, dass das jetzt passiert. Und ein Flug oder sowas gab es nicht. Das heißt, Serhat ist so nett und fährt mich jetzt in Windeseile nach Hamburg zurück. Das war sehr, sehr nett, euch alle zu sehen. Und ich war echt sehr überrascht, wie nett ihr alle wart. Und wir werden nächstes Jahr ein umso größeres Fest dort feiern. Mit Serhat natürlich ist auch dabei. Ich bin immer dabei. Fab ist noch da geblieben. Ich weiß gar nicht, wann dieses Video hier online kommt. Keine Ahnung, wenn ich dazu komme, das zu schneiden. Ich wollte euch nur sagen, dass das sehr, sehr schön war und ich jetzt erstmal nicht auf der Gamescom bin. Entweder ist die Gamescom schon gelaufen, keine Ahnung, oder auch nicht, weiß man nicht. Aber Leute, ihr seid mega. Wir beeilen uns jetzt und gucken hier gerade richtig. Mega Pigs über die Street. Ciao, Leute. Es ist jetzt ungefähr 15 Uhr gleich. Nee, gar nicht, es ist 14.30 Uhr. Es hat sich alles ein bisschen in die Länge gezogen. Gestern den Tag habe ich nicht gevloggt, weil wir einfach zu dermaßen kaputt und im Arsch waren. Deswegen ist heute Tag 3. Wir gehen jetzt zur Gamescom, so gegen 15 Uhr sind wir dann da. Und wir hoffen, sehr, sehr viele von euch zu treffen. Selfie, Tucker und sind schon vorgegangen und dann treffen wir uns mit denen. Dann wird das bestimmt mega nice, Alter, oder? Das wird richtig geil. Richtig geil, Alter. Ich wollte schon immer mal über diese Brücke hier laufen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt, aber das ist ziemlich cool. Irgendwie von der Community habe ich gehört, dass an dieser Wand hier auch ein paar Schlösser hängen. Irgendwie mit Rekruten oder Fakes hat oder irgendwie doppelt Rekruten oder sowas drauf. Ist ganz cool. Servo ist da gerade busy mit der Cam, Alter. Mega nice. Schon ganz geil, Leute. I swear to the Lord. Mega nice. Wir sind auch schon gleich da vorne. Man sieht das jetzt vielleicht nicht, aber so knapp dahinter ist die Kölnmesse. Also wir sind gleich da. Und dann kann ich endlich alle meine Community knuddeln und in die Arme schließen. Mega geil, Alter. Wir sind jetzt hier, wir sind jetzt gerade rein durch den Presseeingang. Das war in Anführungszeichen mega gechillt. Ich nehme gerade eine Timelapse auf und habe Serhat gezwungen, sich da vorne hinzustellen. Sieht man das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall steht er da hinten, damit er ganz ruhig steht. Das sieht in der Timelapse ganz nice aus. Kann ich euch gerne mal zeigen. Wir warten jetzt gerade noch auf zwei Freunde und dann treffen wir uns mit Tucker und Selfie wieder und dann mal gucken. Das wird bestimmt mega nice. Es ist so dermaßen voll. Gestern war hier nichts los, gar nichts. Und jetzt ist es so voll und es ist so laut. Ich weiß gar nicht, ob man mich hören kann. Wir haben jetzt Niklas noch dazu. Der ist jetzt noch gekommen mit seinem Bruder. Wir treffen uns jetzt kurz mit den anderen und dann ist es so mega laut einfach. Hauptsache, Serhat hat sein Foto von dem Rocket Beach Studio gemacht, wo keiner drin sitzt, Alter. Ganz ehrlich, Serhat, fix dir doch einen drauf. Ja, mach ich auch drauf. Ja, mach doch, Alter. Hier. Mach doch, Alter. Es ist jedes Jahr auch das gleiche, das große Problem, sich zu finden. Und ich habe Angst, gegen die Leute hier gegenzulaufen, wenn ich in die Kamera gucke. Leute, ich freue mich so dermaßen, euch zu sehen. Das wird so fett. Ich habe mal kurz einen kleinen Apfelsaft. Serhat möchte einen warmen Kakao. Ja. Bei 30 Grad im Schatten. Ja. Ja. Kennst du diese Leute, die immer... Naturmesse neben mir ist ein... Ich bin arbeitslos, 30 Jahre alt, auf 5 Kinder zu versorgen. Sepp, wie ist so dein Erlebnis jetzt hier? Nö, es macht Spaß, also ich find's geil. Ich bin gerade interviewt worden, das hat mich tierisch nervös gemacht. Warum denn? Ja, weil das bin ich nicht gewohnt. Was haben die dich denn so gefragt? Weiß ich nicht mehr. Hoffst du aber, dass wir euch hören? Hi. Geiler Typ, Alter, der wollte sich ein bisschen sneak in den Vlog schneiden, Digga. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben Serhat absolut verloren, der wollte sich Final Fantasy angucken hier, irgendwo da, hinter uns. Und wir finden ihn aber nicht. Man hat mega schlechten Empfang und ich hoffe, wir finden ihn jetzt, denn ich würde ihn schon ein bisschen knuddeln ganz gerne. Ey, dieses VR-Zeug ist dieses Jahr so krass, guck mal die Leute an. Die sehen einfach so todeslost aus. Er sieht einfach so mega lost aus. Er guckt sich bestimmt gerade Porno an oder so. Ich weiß nicht, was da abgeht. Serhat hat noch nie in seinem ganzen Leben einen Computer zusammengebaut, will aber unbedingt immer einen haben. Und jetzt haben wir uns für Samstag angemeldet, dass man da live so einen Workshop macht, wo man Rechner zusammenbaut. Für mich ist das jetzt nicht so ein Mega-Deal, aber Serhat hat zwei linke Hände. Und wir machen da zusammen, Rechner bauen wir da zusammen. Ihr könnt gerne vorbeikommen und dann uns ein bisschen zuschauen. Oder ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch angemeldet. Dann können wir da gerne zusammen ein bisschen rumhängen, das wird mega cool. So, wir haben jetzt Herr Bergmann gefunden und die anderen. Ey, das ist so krass. Wir waren vor einer Stunde schon hier. Hallo!
Wir waren vor einer Stunde schon hier, wollten nur kurz weg und die stehen immer noch hier, sind immer noch kein Stück weitergekommen, ne? Also es ist mittlerweile so dermaßen leer hier, das ist echt mega krass. Und der Zed ist so dermaßen gehypt von Unreal Tournament, was absoluter Bullshit ist, weil ich meine Final Fantasy. Ich will Unreal Tournament spielen, Alter! Ich weiß gar nicht, was hier ist. Gigabyte, Alter. Was machen die hier? Keine Ahnung, was machen die, Alter? Computer. Computer, Alter, Computer. Und wir gehen jetzt noch was essen, habe ich eben schon gesagt. Also, ciao, mega nice, Leute. Man sieht das ein bisschen in meiner Sonnenbrille hier. Der Sonnenuntergang findet gerade statt. Das sieht so geil aus, ey. Fab ist auch dabei, Seba auch. Wir gehen jetzt gleich was essen. Wir warten noch kurz auf Taros. Und ja, dann genießen wir heute noch ein bisschen den Abend, lassen wir entspannt ausklingen. Und das wird mega fett. Ich mache gerade Timelapse hier. Leute, das sieht so geil aus, ey. Also hier am Rhein ist echt mega cool. Wusstest du, dass Fabs Waden richtig krass sind? Sag mal. Fabs, zeig mal deine Waden, deine stattlichen Waden, Alter. Guck mal, er rasiert sogar diese Stelle hier, ja, weil das einfach so geil ist. Alter, mega. Mega heftige Waden, Alter. Du auch so ein bisschen Waden. Nee, also ich bin so ein Disco-Pumper, ich mach nur das oberhalb. Ist das auch gerade auf? Ja, Entschuldigung. Ja, das ist aber mein Waden. Achso, Entschuldigung. Ja, hast recht. Und nein, du hast das Leben noch nicht verstanden. Du musst mal ein bisschen dein Essen noch vloggen gleich. Das ist ganz wichtig. Ich werde noch mein Essen. Ein Foto. Nein, das hier auf Snapchat. Können wir nachher so einen 80-Stop machen? Die machen wir jetzt. Jetzt schon? Nee, wir machen jetzt einen sicherheitshalber. Okay, wie geht das? Die müssen wir einfach runter. Spring runter. Oh. Easy. 3, 2, 1. Und der Brenner. Ja, Moment, was hast du hier gemacht? Hab ich nichts gemacht. Das wird nicht gefilmt hier. Das ist meine Aufnahme. Hab ich nicht gemacht. Das ist meine Aufnahme von Herr Bergmann. Wir waren jetzt hier bei so einem richtig geilen Griechen. Kann man das lesen? Oase. Digga, Oasis, Alter. Das ist Oasis Stammladen hier. Max ist auch noch dazu gekommen. Hey, mit Max geht's? Hatten wir früher Dirty Blocks zusammen gemacht. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Wir gehen jetzt irgendwo noch hinsetzen und werden vielleicht genüsslich einen warmen Kakao trinken. Oh ja, natürlich. Oh ja. Es geht schon weiter. Oh, es geht schon weiter, okay. Oh, ja.